Ja, ich glaube, das passt vom Intervall. Sehr schön. Die Indoline ist ja nur ein Goodie. Einfach, dass, damit die Leute fahren. Wie sieht es hier mit den Wartezeiten aus? Eigentlich auch okay, passt. Und zum Schluss noch unser Sammler Nord. Von der Besetzung her, ja, ich glaube, wir brauchen die Busse wegen der Zeiten, oder? 80 zu 26, 28. Ja, also von der Kapazität her würden wahrscheinlich zwei Busse reichen, aber wir brauchen es einfach für, um die Wartezeiten kurz zu halten. Was wir jetzt als nächstes machen würden, oder was ich jetzt als nächstes noch machen würde, hier in dem Bereich, ist diese Straße da hinten runter auszubauen. Ja, die Leute freuen sich gerade gar nicht, aber die wollten sowieso neu bauen, das haben sie mir vorhin schon gesagt. Von dem her ist es kein Problem, dass wir das jetzt machen. Das ist allerdings schon ein Problem, aber das sollte ein Problem sein, das sich lösen lässt. Rutsch mal ein Stück. Sag ich's nicht. So, die Autos müssen sie kurz umparken, aber dann geht's schon. Unsere Polizeiwache brauchen wir trotzdem. Jut, 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 jut! Oh mein Gott! Der Parkplatz ist ja sowas von voll. Gut, unsere St. Mary's Church ist ja auch eine Touristenattraktion. Leichenwagen in Verwendung 2. Versorgungsproblem haben wir... Ach, das ist der Rodelhang, deswegen leuchtet er so. Ja, Versorgungsproblem haben wir keines, oder besser gesagt Abtransportproblem. Soweit ist alles okay. Ich glaube, Strom hatten wir noch das Budget runtergedreht, oder? Ja. Da gehen wir mal, nee, auf 90%. Dann sollte das auch wieder soweit sein. Passt! Dann können wir uns, glaube ich, langsam einem neuen Projekt widmen, das ich für heute angedacht hätte. Yeah! Wir machen Plus! Und das, obwohl noch der Großteil unseres Metalls einfach so oder unseres Erzes einfach so verkauft wird. Aber die Produktionen laufen jetzt und die Lager sind auch gut gefüllt. Passt. Unser nächstes Projekt. Und zwar, wir hatten einen Projektwerber. Erstmal ein Schlückchen Kaffee, ihr kennt das. Der gesagt hat, hey Leute, eure Stadt, 4000 Einwohner, entwickelt sich prächtig, aber es fehlt irgendwas, was die Leute unternehmen können, oder? Weil ich es gerade wieder sehe, haben wir hier schon dekommissioniert? Ja. Kinders, tut ihr mir einen Gefallen, ihr seid alles normale Häuser, oder? Ja. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber... Huch! Straße kaputt! Das wollen wir natürlich nicht. Aber hier... Nee, geht nicht. Geht gar nicht. Aber hier geht natürlich. Dann sollte auch das Problem mit dem krankmachenden Lärm weg sein. Wenn wir die Straße da hinten schon ausbessern, dann sollten wir gucken. Dass wir hier auch die Geschwindigkeitsbegrenzung anpassen. Warum mache ich das? Weil ich es gerade sehe. Da haben wir einen Knoten, den, glaube ich, keiner braucht. Auswählen. Warum werde ich den nicht los? Netzwerkknoten entfernen. Ah,
Ich hatte was Falsches gedrückt, sorry. Zurück hierzu. Dann sollten wir schauen, dass die Leute hier auch so fahren dürfen, wie es eigentlich sein soll. Genau, hier haben wir auch noch ein kleines Malheur drinnen. Deswegen werden auch die Straßen hier herunten wahrscheinlich weniger verwendet noch im Moment. Und unsere Hauptstraße ist diese hier. Da hat sich natürlich auch ein bisschen was getan. Durch die ganzen Bauarbeiten, das sollten wir auch mal alles gerade ziehen. Passt, hier haben wir den 30er, das passt soweit auch. Huch, es zieht hier in meinem Büro. Gut, und nein, die Bäume stehen eh hier. Ja, wie gesagt, wir hatten einen Investor, der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du Mensch, Bürgermeister, ich habe da gesehen, du hast eine recht interessante Stadt und ich würde gern in deiner Stadt was machen. Wie wär's, wenn du mir dieses Stück Land hier abtrittst? Und ich habe gesagt, ja, grundsätzlich, man kann über alles reden. Die Frage ist, was willst du machen, mein lieber Investor? Und er hat gemeint, er würde ein Unterhaltungszentrum bauen. Und zwar zumindest mal ein Kaufhaus und ein Kino. Er könnte sich aber auch vorstellen, das Ganze noch zu erweitern. Habe ich gesagt, ja, eigentlich? Warum nicht? Klingt nicht blöd. Tu mal. Also, tut er jetzt. Das heißt, wir haben, wenn man es ganz genau nimmt, könntest du bitte eingeschaltet bleiben. Hier so diesen Part an ihn abgetreten. Und das Stück Land möchte er entwickeln. Wobei, das ist ein Investor, der sagt, Freunde, es ist mir eigentlich Wumpe. Ich will das Ding so entwickeln, wie ich es mir vorstelle. Und nein, das wollte er sicher nicht tun. Das war jetzt mein Fehler. Hier hoch und hier rüber. Das wollte ich eigentlich. Auswahlmarkierung. Und zwar hat er gesagt, wenn ich hier schon was mache, dann möchte ich auch die Landschaft gleich von Anbeginn so haben, dass ich keine Probleme mit meinen Projekten kriege. Und er hat die Bagger gleich auffahren lassen und hat mal gesagt, Leute, alles hier muss eben sein. Danke. Warum auch immer. Darf ich jetzt die Knoten selektieren? Also er will später kein Problem haben mit auf Objekthöhe. Dankeschön. Er will später kein Problem haben mit Terraforming, also mit Geländeanpassungen. Deswegen hat er gesagt, okay, wir bügeln das hier jetzt gleich mal aus und wupp. Nee, das passt nicht ganz. Der Knoten müsste. Gehst du weg? Nee, gehst du nicht. Okay, der Knoten müsste noch auf diese Höhe. Die zwei Knoten wahrscheinlich auch. Ja, genau. Und dann hat er hier sein schön ebenes Grundstück und hat aber hier auch jetzt nicht die großen Unsauberheiten eingebracht. Das Gelände sieht noch immer natürlich aus. Allerdings hat er auch gleich mal gesagt, mein Gebiet kann ganz klar auch ohne Wald. Also das war so seine Vorstellung.
Gut, und wie gesagt, er möchte jetzt hier zumindest mal eine Shopping Mall, also ein Einkaufszentrum bauen und ein Kino, da er meint, das würde eigentlich ganz gut passen. Das Kino ist winzig im Vergleich zum Einkaufszentrum, aber man kann sich so Sachen teilen wie eben den Parkplatz. Wir klatschen das Ding jetzt mal rein. Also die Mall kommt auf jeden Fall in die Mitte. Das heißt, er hätte jetzt in seiner Vorstellung da nicht den Gedanken gehabt, das Ganze Straßenvorgaben aus, das Ganze so zu machen, dass die Leute hier entlang der Straßen parken. Jetzt ist nur die Frage, ja, es ist glaube ich am besten. Genau. Das Einkaufszentrum kommt hier hin. Perfekt. So weit, so gut. Natürlich brauchen wir gleich mal... Ja, ich weiß. Brauchen wir gleich mal Heizung. Dafür sorgt natürlich die Stadt ihres Vertrauens. In unserem Fall Stream Valley. Und wir werden wahrscheinlich... Nee, das geht sich sogar aus. Das springt über sehr schön. Parking. Straßen. Ist das... lass mal gucken, was wir da alles zur Auswahl haben. Wie sieht das aus? Okay. Wenn wir jetzt die... Finden wir das hier drinnen? Industrial? Nein. Bikebastrum? Nein, ich glaube nicht. Lass mal gucken, ob ich das so anfinde. Nein. Nein, nein. Okay, die fallen... Ah, hier sind sie. Okay. Können wir... Nein. Warte mal. Ich habe eine Mod... lass mich mal schnell gucken. Wie heißt die? Nein, Parkify. Und zwar. Das könnte natürlich jetzt sein. Warte mal, lass mich mal kurz speichern. Wir speichern Stream Valley und schauen mal kurz ins Hauptmenü zurück. Das könnte jetzt auch zur Folge haben, dass wir beim Neuladen des Spiels ein kleines Problem kriegen. Wir werden es gleich sehen. Ich befürchte nur, dass ich eine Mod nicht geladen habe. Das könnten wir in der Inhaltsverwaltung mal schnell... Parking Lot Snapping, genau. Ich habe sie nicht aktiviert. Ich habe sie geladen, aber nicht aktiviert. Und zwar beim Parking Lot Snapping, ja genau. Unlock from Current, Relock to Steuerung X, R und Z, passt. Und jetzt hoffen wir, Stream Valley laden, dass das Ganze sich nochmal laden lässt. Ich hoffe es doch. In der Zwischenzeit, während Stream Valley lädt, ich merke gerade, ich habe Simulation Failed. Ja. Ich
würde mal kurz, das geht nicht gut, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich würde euch ein paar Sekündchen, ja, da ist auch schon der Crash, in die Pause schicken und wir sehen uns dann sofort wieder, sobald das Spiel richtig geladen ist. Bis gleich! Da bin ich wieder. Wir haben zwar noch nicht fertig geladen, aber das sollte jetzt ja hinhauen. Gut. Falls ihr euch wundert, warum ich beim Atmen lustige Geräusche mache, meine Nase ist ein bisschen zu. Ich habe sie mir jetzt versucht zu öffnen. Mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich es mir wünsche. Ich hoffe doch, wir haben es gleich geschafft. Gut, ja, ihr habt ja schon gesehen, die Parking Snapping Mod hat nicht ganz hingehauen. Oder besser gesagt, war nicht geladen. Das sollte jetzt ja behoben sein. 1635 Assets, das gefällt mir. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Ein paar Zäune, habe ich ja gesagt, mir besorgt. Wir haben jetzt Tankstellen. Es gibt da eine schöne Mod. Ich habe angefangen, meine ganzen Mods, eine schöne Mod, ein schönes Asset, das ich drinnen habe, ist zwar von Petronas, ich glaube, aber nichtsdestotrotz, es war die einzig vernünftige Tankstelle, die ich gefunden habe, die ploppable ist und nicht growable. Ah, wieder Kyrillisch ist es nicht, die Simleon-Sprache. Passt. Jetzt können wir mal gucken. Und ich habe noch ein paar andere Assets mit dazu genommen, die wir dann hoffentlich im Lauf der Zeit mal ausprobieren können. Jetzt sollte es gehen mit Steuerung X. Nein, da hängt noch... Warum ist Bild drehen Steuerung X? Kann mir das bitte jemand sagen? Tastenbelegung. Kamera herauszoomen. Ja, ist okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist irgendeine Grafik-Schönmach-Mod. Befürchte ich. Nein. Better Road Building, Spawn Building Themes. Ups. Steuerung plus, minus, nein. Cube Map Replacer, nein. Extra Landscaping soll es auch nicht sein. Das ist nur X. FPS Booster soll es normalerweise nicht sein. Public Transport. Da können wir gleich mal schauen. Budgetkontrolle ist aus. Abstandsaggressivität.
die können wir ein bisschen hochdrehen. Fahrzeugintervall 20, das passt soweit. Instant Return, Intersection Marking, Fan Road, Fan Road, Life Cycle Rebalance, Loading Screen. Nein, da ist nichts mit Keys. Move it, Network Node, Optimist Outside Packet for Packet Load Patch. Prop Grow, Prop Precision, Prop Realistic, Render it vielleicht? Nein. Ah, meine Nase wird frei. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Shadow Distance Fix, Shadow Textures. Nein. Und mit Eye Candy ist es auch nicht. Okay. Steuerung und X, ja, es tut aber was anderes. Okay, dann machen wir hier Shift X. Was macht Steuerung R? Nein, passt. Jetzt sollte es hinhauen. Na,